Schön bin ich wieder, euer Gotti, mit einem gut aufgelegten Mike wieder im nächtlichen McFit. Heute stellen wir euch mal die Rückenrudermaschine vor. Ich weiß, dass die relativ wenig beliebt bei euch ist. Es gibt so viele Rückenübungen und wieso sollte man da ausgerechnet eine recht statische Maschine benutzen? Dennoch, ich muss zugeben, dass ich sie erst sehr spät für mich entdeckt habe und in den letzten 2-3 Jahren erst von einem 22 Jahre Training und jetzt liebe ich es jedes Mal, wenn ich wieder diese Maschine im Trainingsplan einbaue. Und das versuche ich 2/3 aller Trainingspläne zu machen. Warum? Ich habe ein sehr gutes, gleichbleibendes Gefühl darin, ist aber sehr individuell. Es kann auch sein, dass ihr das weniger reinbekommt. Damit ihr möglichst nah rankommt und einfach mal schaut, ob sie was für euch ist und nicht Fehler auf dem Weg dorthin macht, sage ich euch jetzt mal einfach, wie ich es machen würde. Wie immer schauen wir zuerst einmal, wie der Malt das macht und ich gucke einfach mal drüber und danach bin ich dran. Ihr habt hier im Prinzip nur eine einzige Einstellungsmöglichkeit, das ist die Sitzhöhe. Alles andere macht ihr mit eurem Körper aus. Und hier ist natürlich eine freie Bewegbarkeit der Gelenke mehr oder weniger. Nee, so greifen wir nicht. Wir haben den kleinen Finger immer an dem Rand hier. Da ist schon mal die erste Korrektur. Genau, jetzt Körperspannung aufbauen. Schultern nach vorne, das macht er schon richtig gut. Einmal ganz nach vorne und dann anziehen. Er hat hier die Variante gewählt, enges Ruder. Das heißt, er zieht es mehr oder weniger hier unten hin. Deine Arme bilden einen rechten Winkel. Schultern wieder nach vorne. Den hintersten Punkt einmal halten, eine Sekunde lang. Bei den Rückenübungen Pflicht. Immer eine Sekunde hinten halten, der Spitzenkontraktion. Eine Sekunde halten, alles hier hinten anspannen. Man muss sich vorstellen, Blatt Papier einzuklemmen. Und dann wieder beide Mal die Brust richtig raus. Die Schultern müssen von vor der Körperachse hinter die Körperachse kommen. Und jetzt wieder einatmen und ausatmen. Genau, halten und langsam zurück. Und langsam zurück. So, ihr seht, die Schultern sind hier vor der Körperachse und hier hinter der Körperachse. Hier sieht man die Brust, das ist jetzt der hinterste Punkt des Körpers. Jetzt geht er wieder nach vorne und jetzt sind sie davor und man sieht den Latissimus und den Rücken. Und wieder. Genau, wir gehen im Prinzip von so einer Körperhaltung zu so einer Körperhaltung, wenn man es von oben sehen würde. Vorne, hinten, alles zieht sich zusammen. Welche Variante ich hier sehr gerne mag und eigentlich immer benutze, ist nicht die Enge, sondern die Breite. Um das breit zu machen, weil man kann es ja nicht verbreitern, mache ich den Sitz einfach ganz nach unten. Dadurch wird das hier mehr zum Brustpolster statt zum Bauchpolster. Hier greife ich wieder. Und jetzt, weil ich einfach nicht mehr hier das runterführen kann, ihr seht, dann komme ich hier in einen ganz blöden Winkel, muss ich es hier oben hinziehen. Und das ist eben das, was das zu breit und Ruder macht. Wir sind oben. Das betont vor allem den oberen Schultergürtel, den hinteren Schultergürtel. Geht so ein bisschen auf den mittleren bis oberen Trapez und auf den hinteren Delta. Ich halte die Ellbogen auch bewusst oben und nicht hier unten. Und langsam zurück. Schultern einmal nach vorne. Wieder richtig strecken. Brust raus. Anspannen. Halten. Langsam zurück. Halten. Langsam zurück. Vor allem hiermit mal zu starten und das in Dropsets. Macht mal in den ersten 6 bis 8 Wiederholungen. Danach runter und nochmal 6 bis 8 Wiederholungen nachschieben. Und ihr habt den Pump eures Lebens genau da, wo er hingehört, nämlich im oberen Schultergürtel. Das macht den Rücken so richtig attraktiv. Probiert es einmal aus, macht richtig Spaß. Ich würde hier immer die breite Variante obenrum empfehlen. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Schreibt es irgendwo da hinten. Ich wünsche euch was, euer Gotti. Macht's gut.